Guten Abend, herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Montag, den 23.06.2014, 19:40 Uhr ganz genau. Der Tag war heute ruhig, der DAX ein wenig korrektiv, aber auch der Eurostoxx, der Dow Jones und der Nasdaq gaben hier leicht nach. Der DAX hier aktuell am schwächsten von den genannten, korrigiert aktuell, befindet sich aktuell im Minus bei minus 0,7%. Knapp über der Marke von 9.900 Punkten, da tat sich heute nicht allzu viel. Gold hat sich relativ solide gehalten, konnte heute noch leicht zulegen. Wenn wir uns hier mal das letztendlich mal anschauen, schöner Pullback an der Tages-200er nach dem dynamischen Durchbruch, Ausbruch, Pullback, Long. Die qualitativ hochwertige Unterstützung lag in diesem Bereich hier. Und wir hatten im Prinzip hier letztendlich noch auf ein Pullback gesetzt. Das muss nicht zwangsläufig kommen, aber qualitativ ist das hier sehr hochwertig, hier diese Unterstützung. Aber solange die Tages-200er hält, ist damit erstmal nicht zu rechnen, beziehungsweise nicht davon auszugehen. Gold zeigt jetzt hier so leichte bullische Ambitionen, indem jetzt auch hier diese Konsolidierungsformation bullisch ausgehebelt worden ist. Das heißt, weiterhin hohe Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse, kriegen hier zwar noch die Monats-EMA 200, die Wochen-EMA 50 rein, hier in dem Fall. Ich hatte das schon umgerechnet. Die Wochen-EMA 50 und das ist im Prinzip dann das nächste Ausbruchsziel. Selbst im Falle einer Korrektur ist er immer noch long, mindestens solange er hier über 1294 bzw. 1300 US-Dollar pro Feinunze bleibt. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Heute US-Dollar, Schweizer Franken, da tat sich nichts. Der gab hier leicht nach, ein wenig ging er zurück. Aber nichtsdestotrotz ändert sich nichts hier an der Tatsache, dass wir immer noch seitwärts sind zwischen 0,89 und 0,90 und erst hier die Impulslage sich ändern wird, wenn wir hier einen Ausbruch oder nach oben oder nach unten sehen. Und das letztendlich trifft natürlich auch dann in umgekehrter Reihenfolge auf den Euro-US-Dollar zu. Mögliche bullische Variante hier im Bereich von 1,35, 1,34,50. Zumindest sollte er, wenn er nicht darunter kommt, diese Hochs hier aushebeln und damit auch diesen abwärts geneigten, untergeordneten, nicht ganz sauberen Trendkanal nach oben aushebeln könnte, über 1,36, 48 US-Dollar. Da hätten wir auch nochmal Potenzial dann ansteigen zu können. Australisch Dollar, US-Dollar, da haben wir heute auf eine Long-Möglichkeit gewartet in der Form, denn wir hatten heute Intraday ein sehr schönes Marktmuster. Bei einem Ausbruch über 0,9443, aber alles in allem müssen wir sagen, der hat hier noch ein Intraday Gap offen bei 0,94. Da wäre vielleicht eine Long-Position interessant. Alternativ wartet man im Prinzip und sagt sich, wenn er hier diese Seitwärtsphase bullisch nach oben hin aushebelt, dann ist Platz nach oben. Also hier der australische Dollar gegen den US-Dollar definitiv interessant. Euro-Japanisch-Yen hatten wir ja eigentlich eine Long-Position geplant, über 138,88. Kommt jetzt hier an die gebrochene Trendlinie auf dem H1-Chart, also mit allzu viel rechne ich hier noch nicht. Aber auf dem Wochenchart muss man immer noch mal sagen, wenn man alles im Prinzip wegnimmt, dass wir hier diesbezüglich durchaus noch uns in einem bullischen Szenario befinden könnten. Einfach in der Form, dass es hier sich um eine Konsolidierung der vorher erfolgten Aufwärtsbewegung von 131,14 auf 146 japanischen Yen pro Euro letztendlich kam, setzte hier die Konsolidierung ein. Und noch könnte das alles, wie gesagt, hier ein Teil eines Dreiecks sein oder einer Konsolidierungsformation. Deswegen bin ich hier mit den übergeordneten und Shorts immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, vorsichtig. Und setzen hier weiterhin nochmal auf den Long, wenn er hier drüber ja, hinaussteigen kann, dann wäre dann Platz bis zum letzten Hoch, 140er Marke, dann hier ungefähr ein Kurspotenzial von 120 Pips. Das im Euro-Japanisch-Yen, Schweizer Franken-Japanisch-Yen auch sehr stark. Aktuell hier an der Begrenzung dieses abwärts geneigten Trendkanals. Auch da kann man noch davon sprechen, dass es sich hier möglicherweise um eine größere Bodenbildung handelt. Nichtsdestotrotz müssen wir sagen, er ist aktuell seitwärts hier. Man sieht auf dem Wochenchart ähnliches Bild wie der
Euro-Yen, die sind sehr hoch korreliert, aber erstmal hier auf dem Tages- und auf dem H4-Chart sind wir weiterhin seitwärts und diese bullische Flagge im Übrigen könnte dann dafür sorgen, dass wir bis in den Bereich von 114,92 laufen. Sicherlich könnte man auch argumentieren, dass wir hier gegen zahlreiche gleitende Durchschnitte laufen bzw. hineinstoßen, aber wir sind momentan in einem hier zumindest untergeordneten Seitwärtsmarkt. Sieht man auch sehr, sehr schön mittlerweile an den EMAs hier, dass diese untergeordnet zu betrachten sind. Und letztendlich muss man sich ja klar sein, es handelt sich hier um Trendfolgeindikatoren. Wir sind hier aktuell in einem Seitwärtstrend. Daher durchaus die Möglichkeit beim Bruch dieser bullischen Flagge, dass wir hier untergeordnet zumindest eine Trendfortsetzung sehen. Das hier bis in den Bereich von 114,91. Ich würde das aufrunden auf 115 japanische Yen pro Schweizer Franken. Dann ist mir noch Britisch Pfund NZD aufgefallen. Eigentlich eine schöne Situation, wo man sagt, das könnte zum Short ideal sein. Hier Pullback an die SKS. Aber auch hier müssen wir im Prinzip vorsichtig sein, denn der Euro NZD hat hier ein sehr starkes Umkehrsignal gemacht und das gilt es durchaus zu berücksichtigen. Das heißt, hier kann es durchaus jetzt zu einer Erholung kommen und dann wäre erst der Short hier bei 100, bei 100, bei 1,5731 sehr, sehr interessant. Das wäre hier das große Pullback. Das hatten wir letzte Woche schon ein, zwei Mal besprochen, kam aber nicht so richtig zum Tragen, weil es, wie gesagt, hier auch noch nicht zu einem Pullback kam. Das heißt, alles in allem Umkehrchancen ja, aber nur als Pullback und sollte es unter das heutige Tagestief gehen, dann wäre auch letztendlich Platz nach oben hin. Aktuell konsolidiert er hier mehr oder weniger in dieser Konsolidierungsphase. Britisch Pfund NZD daher mit Vorsicht zu genießen. Man könnte ja hier auf die Idee kommen, dass, wie gesagt, die SKS untergeordnet zu traden, aber letztendlich müssen wir hier auch sagen, dass wir uns immer noch, wenn wir uns mal auf den Wochenchart angucken, dass wir jetzt hier erstmal den Aufwärtstrend verlassen haben und es sich durchaus um eine bärische Flagge handeln könnte, hier gerade das Stück. Aber das kann man im Prinzip erst dann traden, wenn es tatsächlich durchgebrochen ist. Das heißt, solange im Prinzip diese Situation nicht wirklich kippt und das zeigt letztendlich auch hier sich im Euro NZD. Solange die beide so gesehen nicht nach unten kippen und nach unten durchbrechen, sollte man vorsichtig sein mit den Short-Positionen. Das heißt, diese zwei kommen in Frage. Was die Aktienindizes anbelangt, da ist der DAX weiterhin seitwärts. Ändern wir keine Prognosen. Long bei 9.780 oder über 10.071 Punkte oder über 10.060 Punkte. Ja, auf jeden Fall über diesem Hoch. Also ansonsten sieht man Seitwärtsphase, Konsolidierungsphase, der DAX pendelt sich hier aus, völlig in Ordnung. Der Ausbruch ist ja hier erfolgt über die 9.780er Marke. Und da wäre auch der nächste schöne Long zu setzen. Gilt im Übrigen auch für den S&P. Hier testet gerade die H4 EMA 20, eigentlich eine schöne Momentum EMA, aber wenn wir das Ganze auf dem Tageschart betrachten, verliert er hier so ein bisschen mittlerweile Momentum. Und letztendlich muss man sagen, es gibt hier drei wichtige Punkte. Untergeordnet hier so der Bereich von, na, sagen wir, 1.952 Punkten bis 1.948 Punkten. Das wären die kurzfristigen Unterstützungen. Und die übergeordneten Unterstützungen, wenn er wirklich tief konsolidieren sollte, das wäre dann letztendlich schon diese Marke hier unten relativ weit. Man muss auch überlegen, wir sind jetzt auch schon wieder ein bisschen weiter weg von der Tages-55er. Das sind immerhin 52 Punkte. Das ist soweit nicht dramatisch. Wir sind im Durchschnitt immer so 50, 60 Punkte entfernt. Aber, das sieht man auch hier, ein Test oder eine Rückkehr zur Tages-50er kommt in der Regel immer. So, es sei denn, wir ziehen jetzt 300 Punkte wirklich am Stück durch, dann zieht so gesehen die EMA dann mit. Aber Sie sehen, der Kurs kommt immer wieder zurück zur 50er-Tages-EMA. Und somit würde mich hier diese Korrekturfortsetzung nicht überraschen. Ich würde sie nicht zwangsläufig traden, wir sind immer noch long. Aber sie würde mich zumindest nicht überraschen. Und hier wäre die nächste große mittelfristige Kaufposition bei 1.908 Punkten. Gut, das war's von meiner Stelle aus. Wir hören uns morgen früh dann wieder um 9:30 Uhr, 10 Uhr. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen einen schönen Abend, beziehungsweise einen schönen Tag, je nachdem, wann Sie es gucken, natürlich. Und dann sage ich, good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.